Hallihallo und herzlich Hallo. willkommen zum 10. Türchen im Adventskalender der Webweinschule 2019. 10. Türchen heißt, ich schenke einen Wein ein und welcher das ist, das erfahrt ihr jetzt. Heute kriegt Anja einen Saumur, also einen Chenin Blanc ins Glas. Und Anja liebt Chenin Blanc. Mal gucken, ob sie auch diesen hier liebt. So, liebe Anja, vorgestern habe ich dir den Tipp gegeben, das würde sehr meinem Beuteschema entsprechen, den konntest du nicht verwerten. Heute kriegst du einen noch einfacheren Tipp, das entspricht extrem deinem Beuteschema. Ich bin okay. mal gespannt. Na, dann bin ich gespannt. Oh yes. Das riecht sehr reif, oder? Ja, das riecht wirklich reif. Das hat so ein bisschen, also so... Es riecht fast so wie geditschter Apfel, wenn du weißt, was ich meine. Ja, genau. Also das meinte ich auch mit reif. Es riecht also nicht unbedingt, als wäre dieser Wein schon uralt, sondern es riecht tatsächlich nach so einer sehr überreifen Frucht. Mhm. Mm. Oh, und so salzig. Wow. Heißt übrigens, dass es deinem Beuteschema entspricht, heißt übrigens nicht, dass es meinem nicht entsprechen würde. Wow, das ist wirklich das... Das zieht in den Speichel gerade so zusammen, das ist unfassbar. Ja. Also ich bin kein Fan von diesem salzig, aber es gibt Weine, da zwängt sich dir das auf und das ist hier tatsächlich. Ja. Vielleicht beschreiben wir es mal. Also die Nase, dieser angedätschte, überreife Apfel, da würde man ja erstmal denken, dass da gleich so ein Mops im Mund kommt. Ne? Ja, kommt aber nicht. Überhaupt nicht, sehr schlank. Schlanke Art, Körper ist, also mittlerer Körper ist, hat... Gute Säure, nicht zu viel, aber reicht auf jeden aber Fall. Aber eben auch schon eine Reife. Das pitzelt nicht mehr auf der Zunge vorne, das ist schon eine reife Säure auch. Ja. Und dann kommt einfach diese Wand aus Stein da hinten raus. Ne? Also du denkst so, wow, jetzt wird es aber salzig. Auch. Es wird sehr, sehr salzig, es wird sehr kräutrig hinten raus. Es trägt diese geditschte Apfelfrucht ein bisschen weiter. Es ist einfach dieses leicht überreift, aber es ist überhaupt nicht unangenehm, im Gegenteil. Eine sehr süße Frucht hat das Ganze. So, jetzt bin ich mal gespannt, was meinst du? So salzig präsentiert sich meistens Riesling, wenn er... Also ich hoffe doch sehr, dass das Riesling ist. Also du sagst schon nein, aber es ist einfach... Also eigentlich kann Riesling das so wahnsinnig gut, sich genau so zu zeigen. Nämlich mit diesem leicht Überreifen, wobei was ihm wahrscheinlich bei dieser Mineralik dann tatsächlich noch begleiten würde, wäre eine kleine Petrolnote. Wahrscheinlich sind wir bei Sauvignon Blanc aus dem klassischen Loire-Tal. Oder ja, also der zweite Teil stimmt. Der erste Teil, wenn ich von deinem Beuteschema rede. Wir sind bei Saumur. Ah, ein Saumur. Wir sind bei Chenin Blanc. Aber jetzt in der Nase ist das total klar. Ja, ich wundere mich auch. Das ist das Schöne an so einer Blindverkostung. Ne? Da, wo du so denkst, der Apfel, genau. Da, wo du so denkst, na, ob sie den Silvaner so jetzt erkennt, Gott. So zack, Silvaner. Und da, wo du denkst, das nagelt sie sofort. Aber so ist es immer wieder. Hast du die Flasche dann vor dir, sagst du, na klar, geht doch gar nicht anders. Jetzt rieche ich rein und sagst du, na klar ist das Chenin Blanc, weil ich liebe es ja wirklich. Schön, machen wir weiter. Was für ein schöner Wein.